ist noch eine gehörige Strecke für beide hier bis zum Hauptpreis. Und oh, Joslein mit diesen... Was? Oh, das wird eine Geldstrafe geben. Ja, auf jeden Fall. Der Leiter, das ist doch für ihn selbstgefährlich. Oh, herrlich. Split like a Moonsault. Oh. Etwa vielleicht von der Leiter befördert mit einem High Risk, mit einem Drop. Oh. Ja, ja. Einige neue Leute eingestellt. Nein, immer die Deutsche runter. Steve Douglas kann jetzt auch alleine greifen. Nein. Moment, Steve Douglas. Oh. Und der Hart sind jetzt voll mit dem Kinn. Ja, ja, Kinn oder Hals. Voll gegen die Seite geschmissen. Immer die Deutsche. Slingshot. Douglas in die Leiter. Peter, ich glaube, da will Emil Sitoce eine fährt hier mit der Leiter herunter. Was kommt jetzt, Peter? Emil Sitoce, Double Footsum! Unglaublich! Steve Douglas mit Zeit! Zeitstaub von Steve Douglas! Genau ins Gesicht von Emil Sitoce. Steve Douglas jetzt. Und da schnappt er sich den Zettel und gewinnt das Match. Ja, versteht nicht, ja, aber Steve Douglas kann doch nicht schon Englisch, aber... Das ist also mitgenommen. Jedenfalls Sieger dieses Matches und eine Runde weiter. Job fest und... Beides zeigen sie einen Unsalz Matrix-Style von Jody Fleisch. Ich glaube, neben und außen stehen. Jody Fleisch kommt in den Springboard-Dropkick rein. Ist er. Und draußen ist Johnny Storm. Kriegt der Gegner auch gleich noch einen Ohrenreiber mit. Job und ein herrliches Jumping in Sugiri. Whipping, Johnny Storm. Cartwheel von Jody Fleisch. Gibt ihm vielleicht einen German Suplex? Nein! Oh, ein Roller! Small Package! Das war's! Der erste Fall geht an Johnny Storm. 1:0. Das könnte eigentlich zu viel. Johnny Fleisch, war herrlich! Spring Elbow. Pressen. Ist es was? Nein, die geht daneben! La Magistral von Johnny Storm und das 2:0. Runtersteht. Aus dem Stand. Herrlich, mit einem eingesprungenen Frankensteiner. 1, 2. Und jetzt hat er es geschafft. Der verkürzt. Moment, Jody Fleisch. Herr Ober, oh, Tumpe. Conhilo nach draußen. Jody. 720 DDT. Der Phoenix DDT. Das war's. Das ist der Ausgleich für Jody Fleisch. Sehen wir das bitte jetzt noch einmal. Weil das hat jetzt der Kameramann hier auf der zweiten Kamera nicht im Bild gehabt. Hier sehen sie es. Und voll nimmt er ihn hier mit dem Phoenix DDT mit. 20 DDT, aber er kündigt es an. Moment. Nein, Johnny Storm fängt ihn ein. Wonderworld Powerbomb. 1, 2, 3. Johnny Storm führt 3:2. Und die letzten Sekunden in diesem Match, Herr Peter. Es wird wahrscheinlich nicht mehr für Johnny Fleisch. Die ausgehen, nein, das war's. Nein, da. Match vorbei. Tönt der Gong und das Match ist aus. Johnny Storm gewinnt dieses Ironman Match. 3:2. Ich glaube, wir haben wieder in Sachen Highline Matches hier einen ordentlichen Meilenstein gesetzt, nachdem der Team besteht und der genau hier demonstriert Ares das Gegenteil. Umgekehrt geht's wohl kaum, der Ares. Selbst sein Bart, sein kleiner, ist zu kurz. Ares jetzt. Suplex! Ja, das war doch ein Suplex von Ares. Ja, so ist das einer Sache nicht zu sicher sein. Moment, hallo. Ares! Baseball sliced Ahmed Jair hier! Na, der ist natürlich ein Heißsporn, das wissen wir auch. Hardcore, würde man sagen. Ohne aber Grund. Natürlich mit Grund, den sehen Sie hier, denn er wird jetzt Wessner mit der Krawatte. Ach so, das war quasi... Ja, viele... Nein! Baseball sliced. Das ist... Ja, ja, ja! Wessner rollt Ares ein zum Schoolboy. 1, 2, 3. Nein. Was ist das? Nein. Ja, das war ein Three-Count. Der Lokotizer durchgezählt. 1:0 für Wessner. Unglaublich. Management. Da ist Kardinal Kohlen. Du denn der Kardinal hier? Kohlen. Schleudert Wessner vom Top Rope. 1, 2, 3. Was für ein... Wer hat denn hier den Business hat Kardinal Kohlen hier? Das ist Ahmed Chair. Bomb. Nein, Frankensteiner von Wessner. Ehrlich gemacht. Wessner jetzt. Kroatische Schere. Herrlich gemacht. 1, 2. Oh. Herrlicher Frankensteiner. Das könnte sein. 1, 2. Dann muss ich ja wissen, natürlich hier.
Moment, wer ist der Fehler von Wessner? Toblerone-Treiber. 1, 2. Und Wessner kommt hier nicht mehr raus. Das war's. So schnell kann's gehen. Ah, das... Schade eigentlich. In der Augenblick war sie nicht aufgepasst. Und vorbei ist es. Aus der Traum von der Queen of Europe. Aus Suplexen. Ja, das kennen wir ja von ihm. Das macht er gerne mal. Nein. Noch nicht. Moment, Kanal Kohlen hat... hat einfach mehr Kraft. Ja, da ist Ahmed Chair. Und der da hat er sich ja selbst jetzt auf den... Die steirischen Kinder natürlich voll. Der Ahmed Chair. Wir kommen das natürlich aus nächster Nähe. Wow! Jetzt weg, der Kinder. Nein, Reversal! Und Kanal Kohlen über das Guardrail! In die Zuschauerränge! Und die sind aus dem Häuschen, sehen Sie ja, Peter? Flying Form! Wie hart das alles ist! Ja! Kick in den Rücken nochmal! War das We Will Rock You? Ja. Street Fight. Und DDT jetzt auf dem Sessel drauf. Kanal Kohlen! Oh! Schleudert Ahmed Chair gegen diese Holzverkleidung und die ist natürlich jetzt kaputt gegangen. Das sehen Sie hier. Double Footstorm! 1, 2. Ah, Kanal Kick Out. Und wieder mit einem harten Suplex. Geht jetzt aufs Top Rope rauf. Ahmed Chair, Dropkick, drunter auf. Den sitzenden Kardinal. Egal. Aber hier nochmal. Und Leid rennen mit dem Knie in den Big Boot. Und vor allem mit dem Sessel jetzt auf den Kopf von Ahmed Chair. Und Clothesline from Heaven. 1, 2. Und das war's. Der Sieg von Kardinal Cole. Peter. Ja. Das ist doch ein Upset. Ein kleiner zumindest. Ja, auf dem Papier. Hätte es nicht danach ausgesehen, aber im Match würde ich sagen, beide absolut. Oh, jetzt wieder Clip in die Knie, natürlich der Big Man. Oh, hinter dem Rücken die Faustschläge, aber der Ruffi hat es nicht gesehen, die offene Hand. Oh, jetzt hier aber der, oh, jetzt ist aber Gardner wütend. Er setzt den Big Foul, oh, und, oh. Keine Schläge mit der geschlossenen Hand. Oh, Larry in den Rücken hier. Von Jacobi jetzt. Die Probleme hat, über die Telefonleitung zu kommentieren, hier weiter dieses Match kommentieren. Das ist Baron von Hagen, dritte Runde im King of Europe Turnier gegen Helvetic Jamie Gardner. Und Sie haben gesehen, Herr Peter, Jamie Gardner jetzt vom zweiten Seil. Oh, das Vinnie Jones Memorial Blut-Tackling. Drei Kenta Kobashi-like Jobs hier. Und ein Steppen in Sugiri. Und der Baron. Masse dazu gekommen. Oh, oh. DDT. It's cool. Da ist doch wirklich fertig. Und der Left zum Hit für Jimmy Gardner. Oh oh! Larietto! Von Baron von Hagen. Oh oh, die rote Karte! Die rote Karte! Kennt der, kann ihm das nicht verdenken. Weiß nicht. Oh oh! Achtung! Powerbomb! Oh, da gibt das Knie nach! Das Knie gibt nach! Das Knie gibt nach! Oh oh, Moment, der Baron! Backdrop Driver! Eins, kommt Jimmy raus? Nein, das war's. Das war zu viel. Sieg für den Baron, eine Runde weiter. Ja, der kann sich jetzt zurücklehnen und sich das nächste Match anschauen und auf seinen Gegner warten. Morgen in Krems. Ist da, das ist ein Anfängerfehler. Das ist nur, genau auf die Hüfte. Das ist ein Last-Man-Stand-Match und hier geht es zur Sache. Wow. Ja, das ist typisch Barisch, da gibt es so ein leichtes Show-Element und dann... Diese Schläge. Also, schauen Sie diesen Kopf von Big Man Walter an. Whipping-Serie von Whipping-Serie. Und ein Flyform, glaube ich. Schätzen Sie die Chancen von Walter hier ein? Bis jetzt ist er dieser harten Schule nicht gewachsen. Ich weiß nicht. Momentan hat Barisch zu viel Kraft. Aber die Frage ist, hat er auch, sag ich mal, der hat Ausdauer, der ist fit. Ist die Ohren, ist die Schuld. Er zieht das Programm durch, er zieht sein Programm durch. Barisch. Oh, ein harter German Dropkick in den Rücken. Aber wieder hart. Ja, schlägt den, also richtig winkelweich bis jetzt.
Ja, aber das gefällt Falk natürlich, diese Job-Exchanges, da ist Big da Job. Marisch! Oh, herrliches Hüppchen, Falk. Mit Profil. Schauen Sie das an. Walter! Big Power Slam. Walter, seine Waffe ist die Lariat. Big Man Walter fällt Parrish down mit dieser herrlichen Lariat. Walter, der Fall schon. Da fängt er sich eine Kontraform ein. Kann ich nachsetzen. Oh, ja, mit dem Schienbein, um Gottes Willen. Ja, Walter ist in La-La Land, glaube ich. Der ist weg. Schauen Sie ja bitte. Ich glase die Augen, ja. Oh, oh. Au! Oh. Oh, gegen die Schläfe hier. Ich will noch mehr, sehen Sie es? Komm, Walter hoch. Walter! Walter ist down now. Schade. Sieg für Parrish. Das beschert uns morgen einen Strongstyle-Leckerbissen. Baron von Hagen gegen Parrish. Herr Peter, Ihre Meinung. Naja, den habe ich, also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich würde sagen, das war eine sinnvolle Vorstellung von mir. Aber ich will nicht zu sehr auf meinen eigenen Kampf abdriften in heutigen Tagen. Wir haben jetzt halt hier auch zwei Athleten. Oh! Der Barisch ist doch einigermaßen weichgeknüpft. Ich weiß nicht, wie man das am besten bezeichnen könnte jetzt. Ich bin jetzt schon überrascht, dass Murat da doch so... Fujiwara Armbar wieder, würde ich sagen. Oder versucht... Nee, er versucht, glaube ich, den Crossface. Das Lieblingsmanöver von Steve Addison. Oh, Side Suplex hier knallhart abgelegt. Oh, jetzt sehen wir eine Veteranenaktion von Murat Boskurt. Der Hypnos, aber er hatte den Arm am Rücken gefesselt. Und das ist er auf. Und jetzt geht er hier runter in den Fujiwara Armbar, hat er da. Das wirkt ja ein sehr effektiver Griff, das muss man wirklich sagen. Ja, das schafft es wieder ins Seil. Muss ich euch sagen, es geht auf den Arm wieder. Und jetzt Overhead Belgian Valley. Gewalt. Oh, aber da kann er sich jetzt. Und schnell der Armbreaker! Mit dem eigenen Waffenschlag über Postprozess in diesem Fall. Überraschend viel Kraft hinter. Wow, und er kann auch. Oh, aber Back Elbow. Back Elbow. Ja, ein Drop. Ja, oh! Direkt. Oh, das zieht voll durch. Da muss er aufgeben. Und hier ist und eine Runde weiter. Pinkpop zu den Tournament. Murat Boskurt! Ich habe es ja schon aktiv geliefert. Full Force, Number One. Murat Boskurt. Oh, da! Moment, der muss noch weggehen, der Fan. Iceman. Iceman! Der fliegt da richtig auf die vier. Zwei jetzt mit. Hey, da geht's gegen diese Plastik-Trashcan. Iceman ist busted wide open, ja. Das sieht böse aus. Ah, wo geht's denn jetzt hin? Auf diesen Tisch. Nein, die Treppe. Oh, die Treppe auch runter. Vorsicht. Oh, aus über das Geländer. Ansatz zum Suplex draußen. Oh. Achtung, die Pin Lariat. Dann die Strike. Jetzt bitte, Herr Peter. Jetzt kommt ein, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Das ist. Iceman Cannonball! Oh! Das wäre ein Elbow geworden, was oder? Was wollte denn da zeigen? Du wirst schon sehr stark. Jetzt kommt er zurück, Iceman. Wir sind hinten schon einen Löcher drin. Jetzt wirkt er mit der Kette. Mann. Wieder Iceman? Nein! Au! Und da hat er jetzt Tate einen Rings of Europe. Er macht jetzt zwar Werbung für uns, aber... Abendprogramm. Big Slam von Iceman. Der Thumbtacks. Auf Thumbtacks! Und in den Bauch. Und jetzt? Oh mein Gott! Das war einfach nur die Sessellehne. Iceman schaut. Oh oh! Ja, ich sagte den Hate. Hate ist out und beim Tank-Count. Oder hat Tess gleich seine Hand genommen und hat gesagt, hey Tess, Hate kannst du noch? Nein, er kann nicht mehr. Knocked unconscious, wie die Amerikaner sagen. Und Iceman Herob gewinnt das Durham. Oder das im Prinzip das Match, was übrig geblieben ist.